Hallo Leute, was soll ich sagen? Neues Video. Anfang April war es soweit. Die Mountainbiker des TS Rotalben haben zur Frühlingstour eingeladen. Mit am Start waren einige Biker der Pfalzbiker und des Flow Trail Landstuhls, dem Verein, in dem ich Mitglied bin. Deshalb ließ ich es mir nicht nehmen, da auch am Start zu sein. Ja, was soll ich sagen? Rotalben, immer nett, immer schön, geile Landschaft, nicht zu anspruchsvolle Trails, aber immer schön zu fahren und mega geil, war ein super Tag. Schaut euch doch das Video an. Besser geht's gar nicht. Ich bin am Samstag mit Stefan Geschleck mit vorgefahren. Das sind ungefähr 28 Kilometer. Mit knapp 500 hoch, 600 Höhenmeter ungefähr. Leider gibt es nur einen Stück, da kennt man mit dem Rad. Kommt keine vorbei, da geht gar nichts. Die kleine Stücke hochschieben, da haben wir das. Und ansonsten ist alles so S1, S2, ein Stück, das sind so, drei, so ungefähr 100 Meter. Das ist so S3-Skala, das sind so absetzt, also wenn du schiebt, gar kein Problem, das sage ich aber vorher Bescheid, wenn das kommt, aber das sieht man aber auch. Und ansonsten einfach, ja, wie gehabt, halt einfach ein bisschen auf den Auer passen, Abstand halte. Und ansonsten würde ich sagen, schieß mal los und wir haben viel Spaß, dann sehen wir uns mal jetzt auch auf dem ne? Top. Ah ja, 1. April, hoch zum Hilschberghaus. Und dann schauen wir mal, wo er die Tour lang führt. So, bis die letzte zum Roller kommen, sind die erste schon satt. Ich bin aber nicht schnell, das Stück kenne ich auch nicht. Hier war es früher auch mal schöner, gab es noch mehr Bäume hier in der Gegend. Aber Borkenkäfer und so. Naja. Ja, Wetter ist geil. Ja Leute, Anfang April eine Tour zu planen birgt ein gewisses Risiko, aber hier hatten wir echt Glück mit dem Wetter. Lob an die Jungs vom TS Rotalben, dass sie dieses Wochenende ausgesucht haben. Kopi! Wir bleiben hier stehen. Weil leider kleiner Baum quer. Ja, aber dann bleiben sie ewig stehen und erzählen, anstatt dass sie einfach mal erstmal weiterfahren. Ja, für Bunnyhop ist aber doch zu hoch. Ja, ja. Da lege ich drei Steine. Bist du der Letzte? Nö, zieh durch. Ich will nur mal die Leute so ein bisschen vorbeifahren auf der Kamera. Wenn man ganz hinten fährt, stellt man dann manchmal fest, dass es blöd ist, wenn man nicht weiß, wo die Leute hin sind. Wo sind die hin?
Sind die hier hoch oder? Ich guck mal, ob ich sie irgendwo sehe. Also ich sehe gerade gar niemanden. Also ich sehe niemanden. Fängt ja gut an. Da in der Gruppe sehr viele Biobiker mit drin sind, dachte ich mir, wenn die hier hoch wären, hätte ich sie noch gesehen, weil so weit waren wir nicht zurück und somit dachte ich mir, sie müssen eigentlich unten entlang gefahren sein. Nö. Ich glaube nicht, dass die hier hoch sind. So habe ich noch eine kurze zusätzliche Dreilabfahrt dazu bekommen. Also ich sehe hier auch niemand, ne? Ich weiß halt nicht, wo die jetzt lang sind, ne? Da Gruppe Radfahrer durchkommen. Ja, die sind aber schon richtig weg. Ja, weil wir sie erst gesucht haben, aber danke. Ja, okay. Dann sind wir wenigstens richtig. Zum Glück hatten wir richtig vermutet, wo sie hin sind und haben sie dann nach kurzer Zeit wiedergefunden. Hauen die einfach ab! Ja, aber der Gerd nicht! Nee, ich wusste echt nicht, weil er sagt, teilweise der Felswander Weg, dachte ich, ihr biegt da vorne links ab den Berg hoch. Ich bin mal hochgefahren, gucken, da habe ich aber weder oben noch unten jemand gesehen. Heißt, da fahren wir mal ohne weiter. Dann kam zum Glück eine Gruppe Wanderer, die sahen, dass ihr schon eine Zeit lang vorbei seid. Wir müssen mehr zusammenbleiben, ja. Oh, der Wallkicker. Er macht Spaß, wenn man ihn kennt. Mach doch! Tut nicht, das geht immer noch! Das geht immer noch? Ah, ja, geht das immer noch! Ach, geh aus dem Weg! Fast! Fast gemault! Der Auto-Otto hat uns dann gezeigt, wie man Hinterrad versetzt. Hat es getippt? Ajo! So, Uphill Climb Challenge. Selbst die Biobiker kommen extrem gut hier hoch. Wundert mich ein bisschen. Ich glaube, da habe ich mit dem E-Bike mehr Probleme wie die teilweise mit dem Bio. Sattel auf 3/4 und dann gib ihm. Aber dafür, dass du da mit dem Biobike fährst, bist du doch fit. Du bist gar nicht, was du hast. Hab es aber. Es geht schon, aber ich mag es. Ich will die linke Seite nehmen. Ich fahr rechts. Also ich probiere es, sagen wir mal so. Map, map! Puh! Kann man als Erfolg werden, oder?
Ohne irgendwo liegt der Cube Gedächtnisstein. Da ist der Cube Gedächtnisstein. Ah ja. Alles gut? Sorry. Ja, fast gemault. Naja, wäre gut gewesen, wenn er nur nicht links abgebrochen wäre. Haben wir mal ein paar Leute auf dem Video, ist auch schön. Chrissi, gib alles. Gar nicht gewusst, dass hier so viel los ist, ja. Ach ja. Da sind sie doch. Oder? Ich roll auch mal runter, glaube ich. Und probiere das mal. Ja, nachdem der Kobi uns falsch geschickt hat, will ich das auch probieren. Da kommt er schon wieder, der Kobi. Ich will das jetzt mal probieren hier. Wie auch hinterher. Ajo, ich hab gedacht. Ich hab gedacht, der hat gesagt, die E-Biker können da rechts hoch und die Bio-Biker fahren links rum. Und dann bin ich dir hinterher, das mache ich auch nie wieder. Die Leine war scheiße, aber auf der anderen war Verkehr. Aber wenn es geklappt hätte, wäre es gut gekommen. So, jetzt mal hier schöner Aussichtspunkt über das beschauliche Rotalpen. Wer es will, naja, egal. Oh, machst du jetzt gleich links nuff? Ja Leute, kurz vorm Ende gab es noch einen knackigen Anstieg, der teilweise geschoben werden musste. Gucken wir mal, wie weit ich komme, bis ich falle. Okay.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Es war eine geile Tour, coole Leute, coole Trails, mega geiles Wetter. Und nach der Tour sind wir dann noch zum Spiegelbrunnen, hatten lecker Rollbraten, das eine oder andere Kaltgetränk und dann ging es wieder nach Hause. Schreit nach Wiederholung. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.